und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten heute vom 1. März. Der Landkreis OSL hält derzeit ca. 50 Plätze für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Dazu stehen die Gemeinschaftsunterkunft in Sedlitz sowie Wohnverbände in Lauchhammer, Vetschau, Kalau und Großregen bereit. Das teilt die Pressestelle auf Nachfrage von Seenluft 24 mit. Gemeinsam mit den Kommunen und Gemeinden werden derzeit freie Kapazitäten für zusätzliche Unterkünfte erfasst. Auch Wohnungsgenossenschaften haben sich mit Nachfragen an den Landkreis gewandt. Derzeit werden auch Spenden und Hilfsaktionen sowie Initiativen koordiniert. Die Spendenbereitschaft für die Kriegsbetroffenen in der Ukraine ist auch hier in der Region sehr hoch. So nimmt die katholische Pfarrgemeinde in der Karlauer Straße in Senftenberg Sachspenden entgegen, genauso wie die Geschäftsstelle der Linkspartei. Auch die Geschäftsstelle der Linken in der Senftenberger Schlossstraße hat am Dienstag einen Spendenaufruf gestartet. Vor allem Baby- und Hygieneartikel, Konserven und Bekleidung wurden abgegeben. Kreisgeschäftsführerin Katrin Hertel ist von der Spendenbereitschaft der Menschen überwältigt. Innerhalb von 24 Stunden ist das erste Auto schon voll und wir wollen heute Nachmittag mit zwei Autos nach Dresden fahren zu einer Sammelstelle, die das morgen komplett an die Grenze direkt bringt zu den Flüchtlingen. Die Tarifauseinandersetzungen für die nichtärztlichen Beschäftigten der Sana-Kliniken Niederlausitz sind beendet. Das meldet die LR unter Berufung auf den Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke. Unter anderem erhalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit eine Einmalzahlung von 450 Euro. Für Pflegekräfte steigt das Monatsgehalt bis Oktober in zwei Schritten um insgesamt 165 Euro. Weitere Vereinbarungen gelten für Nichtpflegebeschäftigte, den Rettungsdienst und die Luftrettung. Die bisher geregelte Jahressonderzahlung bleibe erhalten. Der Finsterwalder Hannes Walter ist seit September 2021 Mitglied im Deutschen Bundestag. Zu einem ersten Antrittsbesuch in Lauchhammer traf er sich in der vergangenen Woche mit Bürgermeister Mirko Buhr. Der Bundestagsabgeordnete Hannes Walter hat Ende Februar die Stadt Lauchhammer besucht. Neben einem Arbeitsgespräch mit Bürgermeister Mirko Buhr besichtigten die Politiker auch den Schlosspark in West. Lauchhammer sei eine spannende Stadt mit vielen Alleinstellungsmerkmalen, so der Bundestagsabgeordnete. Er freue sich darauf, die Stadt bei seinem nächsten Besuch näher kennenzulernen. Das Treffen ist bereits für April geplant. Dabei soll es um die Problematiken und Zukunftspläne der Stadt gehen. Lauchhammer hat seit kurzem ein Quartiersmanagement für die Neustädte 1, 2 und 3 sowie für das Stadtzentrum. Betrieben wird es vom Projektträger Wertewandel, soziale Innovation und demokratische Entwicklung e.V. Ansprechpartnerinnen sind Quartiersmanagerin Lilly Teich und Projektmanagerin Vivien Eichhorn. In diesem Jahr wollen sie ihr Quartiersbüro etablieren und eine Befragung zur Wohnsituation starten. Initiiert werden sollen auch ein ehrenamtlicher Quartiersrat und regelmäßige Quartierstreffen. Und hier nun weitere Nachrichten in unseren Kurzmeldungen. Der Bauhof in Senftenberg hat einen neuen sogenannten Schwenklader erhalten. Übergeben wurde er an diesem Montag von Bürgermeister Andreas Friedrich an den amtierenden Bauhofleiter Andreas Schröter. Investiert wurden über 74.000 Euro. Strukturwandel, Energiewende, Jobmotor. Das sind drei der Themen beim Zukunftstag Project Future der LEAG. Dazu erwartet werden an diesem Mittwoch in Schwarze Pumpe rund 500 Azubis und Jungfacharbeiter. Gäste sind unter anderem Brandenburgs Wirtschaftsminister Professor Jörg Steinbach, sein sächsischer Amtskollege Martin Dulich und Thorsten Kramer, Vorstandsvorsitzender der LEAG. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist am Dienstag wieder gesunken. Sie lag bei rund 1.180. Im Tagesvergleich gab es 231 neue Fälle. Im Elbe-Elster-Kreis stieg der Inzidenzwert auf rund 1.960 und in Spree-Neiße auf ca. 1.560.
An diesem Freitag treten in Brandenburg weitere Corona-Lockerungen in Kraft. Dann gilt 3G in Gaststätten, Hotels und Bädern und für den Indoor-Sport. Bei Sport im Freien entfällt die Nachweispflicht. Für Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, Märkte und Volksfeste im Freien gilt ebenfalls die 3G-Regelung. In Theatern, Konzerthäusern und Kinos gilt zusätzlich FFP2-Maskenpflicht. Diskotheken, Clubs und Festivals können unter 2G-Plus-Bedingungen öffnen. Ab dem 20.03. sollen weitere Schutzmaßnahmen entfallen, wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt. Soweit unsere Meldung. Jetzt folgt hier der Polizeibericht. Verkehrsteilnehmer haben Montagnacht die Polizei in die Schipkauer Karl-Marx-Straße gerufen. Dort war ein Pkw-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs. Vor einer Kontrolle flüchtete der Mann und es kam zu mehreren gefährlichen Situationen. Verletzt wurde niemand. Der 40-Jährige wurde jedoch kurz darauf gestoppt und aus dem Fahrzeug geholt. Der Mann lehnte einen Atemalkoholtest ab. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Soweit unsere Nachrichten für Sie. Nun folgt hier noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Bis Ende der Woche bleibt es recht freundlich, aber auch mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März sind die Nachtfröste noch nicht verschwunden. Mittwochvormittag ziehen sich die Wolken nach und nach zurück, es wird zunehmend heiter bei 7 Grad. Auch der Donnerstag ist überwiegend freundlich, es bleibt trocken bei ebenfalls 7 Grad. Freitag wird es wechselhaft, Regen ist derzeit nicht in Sicht und die Tagestemperaturen erreichen 5 Grad.